Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel. Und diese Partie hätte besseres Wetter verdient. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen den FC Barcelona. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Und die Chance. Stark gemacht. Und jetzt gibt es einen Eckball für den FC Barcelona. Stark verteidigt. Wijnaldum. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt Firmino. Super dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Suarez. Luis Suarez könnte gefährlich werden. Mohamed Salah. Das könnte gefährlich werden. Sehr guter Einsatz. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gutes Tackling. Mohamed Salah. Und den Ball hält der Torhüter fest. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Henderson. Gibt's jetzt die Gelegenheit. So langsam wird's gefährlich. Suarez. Dembélé. Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt der Schuss. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Und so ein Ding, Wolf, machen nicht viele. Klasse Abschluss in den Winkel, ein super Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Barcelona geht hier also in Führung. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt der Schuss. Und den hält er fest. Gut gemacht. Wird's jetzt gefährlich. Er schießt. Super gemacht vom Torwart. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein.
Roberto Firmino. Beide gefährlich. Fairer Einsatz hier. Schussversuch. Ter Stegen passt hier gut auf. Ecke Liverpool. Messi. Und das ist der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Coutinho. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Verdienter Treffer hier für sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt. Liverpool hat Anstoß und damit geht die Partie hier weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Wird das eine Torchance? Mané! Tolle Aktion vom Torwart. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Freistoß gegen Barca. Da nimmt er überhaupt keine Rücksicht auf den Gegenspieler. Er sieht gelb, aber damit ist er sogar noch ganz gut bedient. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Der Torhüter kann jetzt abstoßen.
Ivan Rakitic. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Wirklich gut, hat sein Tor gemacht. Und ich habe so im Gefühl, dass er im zweiten Durchgang zum entscheidenden Faktor werden kann. Und Firmino. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Jetzt wird's gefährlich. Piqué. Den hält er völlig ohne Probleme. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Und da gibt er Vorteil. Gut. Abgepfiffen. Foul vom FC Barcelona. Ballverlust. Barcelona mit dem Angriff. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und jetzt die Chance. Wahnsinn, er hält ihn. Jetzt Eckball für Barça. Der geht Richtung Strafraumkante. Einwurf Liverpool. Wijnaldum. Sauber vom Ball getrennt hier. Henderson. Jetzt ist die Kugel weg. Barcelona über außen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt der Schuss. Schön geklärt. Was eine Chance. Latte. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Jetzt müssen sie aufpassen. Roberto Firmino! Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Rakitic jetzt am Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Coutinho. Coutinho! Super Einsatz vom Torhüter. Wijnaldum! Den hält er jetzt fest. Früh wird er jetzt gestört. Und da ist der Ball wieder weg. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Wird das eine Torchance? Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Der Ball geht weit daneben. Also das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. So, jetzt Barça am Ball. Coutinho jetzt am Ball. Gibt es doch noch einen Sieger. 5 Minuten haben die Teams noch. Da kommt Firmino. Roberto Firmino mit der Chance. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Jetzt muss Barcelona kämpfen, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Und direkt zurückgespielt.
So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Da zieht er ab. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Luis Suarez. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Gutes Pressing jetzt. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Wirklich schlechtes Wetter, dafür aber ein richtig... Was eine Chance, Latte!